Ja, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu meinem kleinen Vortrag über Virtualisierung. Wir wollen uns einfach mal heute ein paar Sachen über Virtualisierung anschauen und deswegen quäle ich euch erstmal mit dem, was Wikipedia zur Virtualisierung sagt. Die sagen irgendwie, dass es irgendwas ist, um irgendwas, eine virtuelle Version aus irgendwas zu erzeugen. Ich habe den Einleitungssatz von Wikipedia dreimal durchgelesen, ich habe ihn einfach nicht kapiert, was sie so generisch damit meinen, deswegen erkläre ich es einfach mal einfach. Also für die Leute, die überhaupt noch nicht mit Virtualisierung gearbeitet haben, das ist im Prinzip, lasse dein Betriebssystem laufen, installiere einfach ein zweites Betriebssystem auf einem virtuellen Rechner parallel, zum Beispiel. Das geht auch mit Applikationen, aber darauf möchte ich in dem Vortrag nicht eingehen. Ich muss gerade mal auf meinem Android hier Auto-Power auf ausschalten, sonst muss ich da nicht rumklicken. Entschuldigung. Geht gleich weiter. Ruhezustand. 30 Minuten. Wer von euch hatte noch nie was mit Virtualisierung gemacht? Einer? Zwei? Wer hat denn mehr gemacht, als mal VirtualBox zu installieren? Oh, doch schon einige. Okay, cool. Gut, also erstmal für den Otto-Normal-Nerd, was macht man mit so einer Virtualisierung auf dem Desktop-Betriebssystem? Ganz klar, irgendwelche anderen Betriebssysteme ausprobieren. Weil früher ging es halt so, man hatte irgendwie einen Installer-CD genommen, in den Rechner geschoben, in ein Betriebssystem installiert und irgendwie war es dann doch nicht das, was man hoffte und hat dann irgendwie das nächste System drüber installiert. Heutzutage nimmt man einfach irgendwie VirtualBox oder sonst irgendwas anderes, installiert da sein System, testet das aus. So auf Serverseite nutzt man das auch ganz gerne, um einfach mal Dienste auseinander zu ziehen, wenn man halt nicht auf einem Server irgendwie Webserver und Datenbank haben will oder halt irgendwie Mail-Server separat betreiben will, dann bietet es sich an, das auf einem separaten System zu tun, wo man dann nicht unbedingt einen neuen physikalischen Server anmieten muss, wenn man sagt einfach, okay, ich mache jetzt mal eine virtuelle Maschine, fahre die hoch, kann da meinen Mail-Server installieren, alles super. Oder auch, wenn man halt irgendwie so, ich glaube, das ist etwas störend gerade, was sie da tut. Ja, es lenkt mich ab, deswegen sage ich es. Oder halt irgendwie, wenn man mehrere Leute sich einen Server teilen, dass man dann einfach sagt, okay, jeder hat seine eigene virtuelle Maschine, wo er dann drauf tun lassen kann, was er will, dann gibt es keine Streitereien um das Basisbetriebssystem und alles ist super. Im Enterprise-Segment sieht es ein bisschen anders aus. Ja, ist denen völlig egal, wie viele User da auf einem System rumhampeln. Da geht es eher um so Geschichten wie Strom sparen oder Hardwarekosten sparen oder halt auch um die Zeitersparnis, wenn irgendwie jetzt eine Abteilung kommt und sagt, oh, wir wollten morgen live gehen, aber wir haben noch gar keinen Server, dann kann man halt einfach sagen, okay, bitte Server installiert in einer halben Stunde oder in einer Stunde, passt. Was im Enterprise-Bereich auch wichtig ist, sind so Dinge wie Umzüge, das heißt, wenn Hardware A getauscht werden muss, will man eigentlich nicht die ganzen Dienste, die da drauf laufen, abschalten müssen. Und eine Migration von Server zu Server früher immer so ein bisschen kompliziert. Deswegen geht es mittlerweile einfach. Man sagt in seiner Virtualisierungssoftware einfach, schiebe virtuelle Maschine von Host A nach Host B. Dann macht das alles im Hintergrund, schaltet die Maschine dann irgendwann ab. Die User kriegen nichts mit und man kann einfach die physikalische Hardware einfach ausschalten. So ein bisschen History. Also die Virtualisierung ist jetzt nichts Neues und nichts Fancyes, was es erst seit gestern gibt. Sondern tatsächlich hat IBM in den 60er Jahren mit dem sogenannten CPCMS sowas mit Hardware-Virtualisierung schon mal gebaut. Da ging es halt auch, da gab es nicht so abgefahrene Sachen wie, ich schiebe jetzt mal virtuelle Maschine von einem Großrechner auf den nächsten, sondern es war halt tatsächlich nur ein Großrechner. Was? Ah, ich weiß warum. Der kriegt nicht mit, dass ich es fernsteuere. Okay. Gut. Mach einfach nochmal den, da weiß ich Bescheid. Ja.
das hat IBM schon mal gemacht, halt auf Großrechnerbasis, irgendwie wahrscheinlich auch nur im Textmodus mit ihren 1000 Terminals. Ich habe leider nicht genaue Informationen gefunden, aber angeblich haben die den Source Code mit dem Ganzen ausgeliefert. War halt irgendwie so mehr oder weniger damals gang und gäbe. Und dann ist erstmal lange Zeit wenig passiert. Und 1987 kam dann eine Firma mit dem Produkt SoftPC auf den Markt, die dann den Unix-Usern ermöglichten, wirklich tatsächlich eine DOS-Emulation der Unix zu fahren. Und das war irgendwie damals schon ziemlich Rocket Science, weil wenn man halt irgendwie, es gab ja damals diese Cross-Compiling-Schichten, dass man unter Unix entwickelt hat, was dann später auf DOS lief, weil halt die großen Kisten oder Unix-Kisten einfach schneller waren. Das war dann halt schon so ein bisschen abgefahren. Und 99, das war so mein erster Berührungspunkt mit Virtualisierung, war VMware Workstation, ich glaube, es hieß sogar damals anders. Das heißt, hieß, glaube ich, nur irgendwie VMware oder sowas. Ja, 99, das war irgendwie so, wo waren wir da? Ich glaube, beim Pentium 200 MHz oder sowas mit, keine Ahnung, 128 MB RAM um den Dreh. Also es ging, ein Windows auf einem Windows zu installieren, das habe ich damals gemacht. Das hat nur Ewigkeiten gedauert zum Installieren und es war stinkelangsam. Ja, danach habe ich mich persönlich auch nicht weiter mit der Virtualisierung beschäftigt. Das lief dann alles irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger langweilig im Hintergrund, bis dann irgendwie 2005 Intel und 2006 AMD gesagt haben, wir haben jetzt Hardware-Virtualisierung. Und dann kam so ein bisschen viel Schwung in den Virtualisierungsmarkt, weil die ganzen Firmen wollten Virtualisierung haben, weil die Manager sagten, hey, da können wir Kosten sparen. Ich weiß nicht, wie viel die Endanwender da geschrien haben. Ich glaube, die haben eher weniger geschrien. Ja, was Hardware-Virtualisierung heißt, das erkläre ich gleich nochmal. 2007 kam dann KVM in Linux dazu. Bis das Ganze allerdings ausgegoren war, also sprich Virtualisierung wirklich auf dem Desktop und auf dem Server angekommen ist, hat so ein paar Jahre gedauert. Aber mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo man sagen kann, okay, ja, das ist super, es läuft und man hat relativ wenig Probleme damit, wenn man so ein paar Dinge beachtet. Andersrum. So. Dazu müssen wir aber jetzt erstmal klären, was denn so verschiedene Virtualisierungsarten sind. Also es gibt einerseits die Paravirtualisierung und es gibt die vollständige Virtualisierung. Und die Paravirtualisierung ist im Prinzip, dass das System, was ich als virtuelle Maschine starte, Bescheid weiß, dass es eine virtuelle Maschine ist. Das heißt, ich kann nicht einfach eine Windows-CD reinstopfen und das installieren, sondern ich brauche normalerweise einen Kernel, der auf die sogenannten Ring-0-Anweisungen verzichtet. Ring 0, Ring 1, 2 und 3 sind bei der i386-Architektur bestimmte Ausführungsringe. Zum Beispiel im Ring 0 darf das Programm auch Interrupts deaktivieren, was andere Ringe nicht dürfen. Weil es wäre ziemlich doof, wenn man halt irgendwie ein Office-Programm hat und das plötzlich Interrupts auf dem System deaktiviert. Das will man nicht. Deswegen gibt es diese Ring-Separierung. Und ein paravirtualisierter Kernel weiß einfach, dass er einer ist und darf entsprechend auch keine Ring-0-Anweisung ausführen. Was das für euch heißt, ist im Prinzip, wenn ihr eine Virtualisierungslösung habt, die nur paravirtualisierte Hosts kann, dann müsst ihr entsprechende Installationen, also bestimmte Kernel verwenden. Xen ist zum Beispiel so ein Kandidat, der teilweise paravirtualisiert, mittlerweile wohl auch voll. Aber so Geschichten wie VirtualBox, was ihr auf dem Desktop installiert, das ist eine Vollvirtualisierung. Die vollständige Virtualisierung heißt, dass das Ziel-OS nicht weiß, dass es virtualisiert ist, sondern das virtualisierte Betriebssystem kriegt einfach einen kompletten Rechner vorgegaukelt mit BIOS, mit allem drum und dran. Hat den riesen Vorteil, ihr braucht überhaupt keine Anpassung zu machen. Ihr könnt einfach auch zum Beispiel irgendwie ein Windows 95 oder ein 98er da drauf nudeln und es könnte sein, dass es funktioniert. Bei mir hat es leider nicht funktioniert. Ich wollte es eigentlich zeigen, wie schnell so ein Windows 95 in der VM bootet. Ich habe es allerdings leider nicht mehr hinbekommen, weil da wohl noch... es ist halt leider beim Booten abgeschmiert. Was war das? Dieser Laptop, der ganz komisch ist. Gut.
Ja, das sind so die zwei Virtualisierungsarten. Ich persönlich habe eigentlich nur mit der vollständigen Virtualisierung zu tun, weil es einfach viel Schmerzen erspart. Ich muss nicht jetzt irgendwie mir Gedanken machen, was für ein Betriebssystem ich installiere, wenn ich eine, also wenn ich zum Beispiel auf einem Server irgendwas virtualisiere, ist mir dann im Endeffekt völlig egal, ob ich in einem Jahr komme und sage, ich brauche dann FreeBSD oder dann sonst irgendwas drauf. Ich brauche mich nicht darum zu kümmern, dass ich einen angepassten Kernel dafür bekomme, sondern ich habe es einfach, weil vollständige Virtualisierung. Ja, die Desktop-Virtualisierungslösungen unterstützen eigentlich fast ausschließlich die vollständige. Man macht im Prinzip normalerweise mit der Desktop-Virtualisierung nur ein oder zwei VMs parallel. Das sind so Testsysteme oder irgendwie. In dem Fall, ich habe das als Demo später mal vorbereitet. Ich habe ein Windows-System, da läuft Linux in der VirtualBox drin. Und das brauche ich deshalb, weil ich eine Software unter Linux betreibe, die es unter Windows einfach nicht gibt. Ja, so Desktop-Virtualisierungs-VMs werden eigentlich dann immer on demand gestartet. Sprich, ihr geht morgens an den Arbeitsplatz, schaltet euren Rechner an, fahrt die virtuellen Maschinen hoch oder sie starten automatisch, ihr fahrt den Rechner am Tage, Abend wieder runter und die VMs damit. Und es gibt eigentlich zwei große Virtualisierungen so im Open Source Bereich. Es gibt einerseits VirtualBox von Oracle und QEMU KVM. Und jetzt die große Frage: Wer von euch hat schon mal VirtualBox verwendet? Vermutlich fast alle. Wer hat denn schon mal QEMU KVM verwendet? Wesentlich weniger. Der große Unterschied ist vermutlich deshalb, weil VirtualBox einfach eine schönere GUI hat. Weil es ist leider so ein bisschen gefrickelt mit QEMU KVM, da virtuelle Maschinen zu starten, weil man das QEMU Binary mit irgendeinem Rattenschwanz an Parametern starten muss und das ist halt nicht wirklich user-friendly. So, also VirtualBox ist im Prinzip so die eierlegende Wollmilchsau, die unterstützt relativ viele Betriebssysteme außer OS X. Und ganz unten, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, man kann es lesen, wegen wegen Lizenzgedöns und UEFI, aber es gibt diese UEFI-Emulatoren, mit denen man OS X dann trotzdem unter einer VirtualBox laufen lassen kann. Ist zwar nicht wirklich schön, aber es geht. VirtualBox kann sowohl 2D als auch 3D-Beschleunigung. Ja, nur mit der Nicht-GPL-Extension. Und soweit ich weiß, 2D nur mit Windows-Gästen. Ja, nach eigener Meinung ist es eigentlich ziemlich stable. Also ich habe da nicht irgendwie größere Probleme gehabt, bis auf das, was ich leider sehr oft hatte, ist Kernel-Update und dann laden die VirtualBox-Module nicht mehr, dann muss ich es neu kompilieren. Erst dann kann ich meine Virtual Maschinen wieder starten. Das ist so der einzige Drawback, den ich bei VirtualBox sehe. Ist auch relativ straightforward, also unter Windows ein Exe-File runterladen, Setup ausführen, fertig. Unter Linux bei den meisten Distros mittlerweile dabei. Also ist schon ziemlich nice. Jetzt gibt es auch DKMS, also kann man es automatisch machen damit. Ja, das hat ab und zu auch nicht funktioniert. Also es geht ja bei Debian dann mit DKMS, aber ich habe Gentoo lange Zeit verwendet und das war dann immer so, die Kernel-Module fehlen wieder. Und dann ging es wieder von vorne los. So, und zwar, jetzt kommen wir zu QEMU KVM und warum da ein Schrägstrich dazwischen steht, ist ganz einfach, weil KVM ist im Prinzip nichts anderes als ein Interface zur Hardware-Virtualisierung. Das heißt, KVM virtualisiert von sich aus nichts. Es stellt keine virtuellen Platten zur Verfügung, es stellt keine Netzwerkfunktionalität zur Verfügung, sondern ausschließlich die Möglichkeit, andere Programme eine Hardware-Virtualisierung zu fahren. Und das macht QEMU, der eigentliche Virtual Machine Manager, der halt so Geschichten kann wie, ich stelle Platten zur Verfügung, also Storage, ich stelle Interface zur Verfügung, ich mache die PCI-Emulation und weiß der Geier was. Der Nachteil ist, es gibt halt keine schöne bunte GUI, die sowas tut. Nicht wie bei VirtualBox, wo ich dann sage, New Machine, Typ Windows, ISO da installieren. Sondern man muss halt wirklich da alles mit Kommandozeilenparametern übergeben.
Ja, das sind so die beiden großen Desktop-Virtualisierungen, wobei VirtualBox, glaube ich, da unschlagbar ist, einfach für Leute, die es mal eben testen wollen, mal eben ein Betriebssystem installieren wollen. Ach ja, was ich vorher noch vergessen hatte, also fast jede Hardware, die ihr eigentlich auf dem Tisch hier habt, vermutlich an Notebooks, kann mittlerweile Virtualisierung. Also es gibt eigentlich nur ganz wenige CPUs, also wenn ihr irgendwie eine von 2005, 2006 habt, dann ist die Chance noch groß, dass ihr keine Virtualisierung, also keine Hardware-Virtualisierung könnt. Aber alles Neuere kann es eigentlich. Ja, wenn jemand, weil ich habe es jetzt nicht in dem Vortrag drin, wenn jemand wissen will, wie er rausfindet, ob er Virtualisierung kann, kann ich es gerne nochmal raussuchen. Das sind bestimmte CPU-Flags, aber eigentlich ja, alles so ab 2007 hat eigentlich durchgängig Virtualisierung drin. So als Anmerkung, also ich arbeite mit Raum tatsächlich, das heißt, ich habe mein, Achtung, Java Eclipse in einem eigenen Workspace laufen und entwickle da drin halt eben. Und das für jedes Projekt halt in einer eigenen VM. Und es ruckelt auch nicht. Also, das ist tatsächlich davon dann zu benutzen. Ja, stimmt, da müsste man eigentlich auch noch drauf eingehen. Das habe ich jetzt in der Präsentation nicht vorbereitet, aber ich versuche es mal so Freitext. Also Virtualisierung ist schon ziemlich schnell. Das hat nichts irgendwie mit Emulation zu tun, sondern gerade wenn ihr Hardware-Virtualisierung habt, ihr kommt da schon ziemlich nah an, ich sag mal, absolut vielleicht 5% maximal, was ihr an Performance verliert gegenüber einem nativen System. Also auch so Plattengeschwindigkeiten, je nachdem, kann ich euch später mal zeigen. Auf dem Notebook komme ich tatsächlich auf eine Datentransferrate von ungefähr 60 MB schreibend in der VM auf Platte. Von 8 GB und die Kiste hat nur 4, also gecached wird da nichts. Das ist schon ziemlich schnell. Und das Notebook emuliert noch ein SATA-Interface, aber dazu komme ich gleich nochmal, was es mit emulierten Devices auf sich hat. In der Server-Virtualisierung sieht es eigentlich komplett anders aus, das Spiel. Ja, da brauche ich überhaupt keine GUIs, sondern eigentlich will ich nur möglichst, ja, möglichst einfach virtuelle Maschinen anlegen können. Per SSH kann ich sie verwalten. Ja, ich brauche die maximale Performance, die geht. Also wenn ich es auf dem Rechner mache, ist mir es völlig egal, ob die Platte jetzt 10% oder 20% langsamer ist. Warte ich halt 2 Sekunden länger. Wenn ich halt irgendwie einen Server betreibe und der irgendwie Mails bearbeiten muss, dann muss es schon fix gehen, je nachdem halt, wie viele Mails reinkommen. Und ja, virtuelle Netzwerk ist wichtig. Ja, ich möchte mein Netzwerk-Setup nicht unbedingt umstellen wegen der VM, sondern die Virtualisierungslösung sollte eigentlich sich in mein Netzwerk-Setup irgendwie einbringen können. Genauso wie ich auch viele VMs habe. Ich habe da mal durchgezählt auf Mate, also unserem Server hier laufen im Moment 9 VMs. Auf meinem privaten Server, den ich mit Doxy teile, sind es 15 VMs, die da laufen. Und sie laufen alle performant. Das muss ich dazu sagen. Ja, was auch wichtig ist, dass ich eben VMs nicht runterfahren muss, wenn ich irgendwas umkonfiguriere, sondern dass ich eben Plattenplatz einfach während dem Betrieb dazustecken kann, ohne dass ich die VM irgendwie runterfahren muss. Weil gerade hatte ich letzten Fall beim Mail-Server ist die Platte vollgelaufen. Also nicht vollgelaufen im Sinne von sie war voll, sondern mein Monitoring hat halt gesagt, es wird so langsam knapp, du hast nur noch 10% frei und dann kannst du einfach hingehen und eine zweite Platte an die VM dran docken und über LVM2 einfach vergrößern, ohne die VM runterzufahren. Ja, RAM ist so ein bisschen problematisch, aber das erkläre ich gleich nochmal, warum man nicht einfach so zur Laufzeit da mehr Speicher zur VM hinzufügen kann. Ja, da gibt es eigentlich so vier große. Es gibt Xen, es gibt OpenVZ, es gibt LXC und es gibt QEMUKVM. Also ich beziehe mich da nur auf Open Source Projekte, weil Kaufsoftware gibt es einfach viel zu viel und ich habe dafür mit viel zu wenig Erfahrung. Es gibt noch ein paar weitere im Open Source Bereich, die sind aber eher so ein bisschen unwichtiger. Fangen wir mit Xen an. Xen wird von Hostern verwendet, also fast ausschließlich. Ist für dicke Kisten gedacht, so mit, ja, also die haben eine Version rausgebracht, jetzt vor kurzem, mit 4095 Host-Prozessoren und 512 Prozessoren pro VM. Und 512 Prozessoren pro VM ist so mehr, als ihr normalerweise in irgendeiner Kiste kriegt. Faden verloren. Moment.
Ja, die Dinge haben halt auch irgendwie dann teilweise terabyteweise RAM. Da laufen dann irgendwie, keine Ahnung, wie viele Kunden vor allem es da laufen, kommt drauf an, wie groß die sind, aber es ist halt dickes Zeug. Ja, Xen startet einen speziellen Linux-Kernel, und zwar ist es so, es gibt zwei verschiedene Arten von diesen Hypervisor-Modellen. Wie die genau heißen, weiß ich gerade nicht mehr, aber es gibt eigentlich ein Modell, wo ein komplettes Hostbetriebssystem gestartet wird, zum Beispiel Windows oder Linux, und in diesem Hostbetriebssystem starte ich einfach meine VMs. Das ist der eine Teil. Bei Xen ist es allerdings so, dass er erst den Hypervisor startet und dann ein Linux-System, mit dem man das Ganze betreuen kann. Das kriegt man normalerweise nicht mit, weil einfach aus User-Sicht wird ein Kernel gestartet. Hat aber den Vorteil, wenn jetzt bei Xen das sogenannte DOM 0, also das Hypervisor Linux abkackt, läuft Xen weiter. Was bei einem normalen Linux nicht der Fall wäre, wenn ich jetzt bei QEMU-KVM bin, wenn mir das Host, also wenn mir der Hypervisor kracht, dann ist vorbei. War das gut erklärt? Okay, gut. Xen kann wahlweise volle oder Paravirtualisierung. Soweit ich weiß, war es früher nur Paravirtualisierung, aber das war wahrscheinlich ganz am Anfang. Man braucht eben, wenn man diese Paravirtualisierung möchte, was durchaus ein paar Prozent Performance bringt, braucht man einen speziellen Kernel, in dem das ganze System läuft. Habe ich eigentlich noch nie aufgesetzt. Stimmt, genau. Und zwar, diesen Modus nennt man Bare Metal Hypervisor, wo er quasi erst einen Hypervisor startet und dann quasi das Restsystem. Das gibt es auch von VMware. Ich weiß gar nicht, wie das komische Produkt heißt, aber die starten halt auch im Prinzip einen Hypervisor und dann eben ihre VMs ohne irgendwie Bedarf. ESX-Server. Ah, genau, ESX. Da braucht man halt nicht irgendein Betriebssystem, macht natürlich auch lizenzrechtlich einen Unterschied. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Microsoft-Server kaufen muss und dann diese Hyper-V-Virtualisierung da drauf fahren muss, als wenn ich einfach direkt dieses ESX starte und dann einfach Also es gibt ja Setups, wo dann halt von der Virtualisierung von dem ESX einfach nur eine entsprechende SD-Karte bespielt wird und die wird direkt aufs Mainboard gesteckt. Ja. Und dann, ja, der Rest geht übers Netzwerk. Ja. Ja, so ein Bare Metal Hypervisor, die sind nicht groß, das sind ein paar MB. Deswegen haben die teilweise auch bei VMware, weiß ich es, ganz spezielle Hardware-Anforderungen, also was für Hardware sie unterstützen, was nicht, weil sie können nicht einfach für alles Treiber mitliefern, weil es einfach im Prinzip ein Mini-Betriebssystem ist, was nur die Aufgabe hat, andere VMs zu starten. Ja, bei der ganzen Kiste habe ich ziemlich wenig Erfahrung, also ich weiß, dass wir mit der VM, also mit unserer Raumzeitlabor-VM, sind wir bei Vollmar und da gibt es auch einen Xen. Aber das ist halt eher Nutzersicht und für mich als Nutzer, also als Administrator, kümmert es mich eigentlich nicht, weil es sich genauso anfühlt und auch genauso riecht wie ein ganz normales Linux-System. OpenVZ ist dann eine Paravirtualisierung. Es unterstützt, soweit ich weiß, nur Linux und auch nur dieselbe Architektur wie der Host. Das heißt, wenn ich irgendwie jetzt kein 64-Bit-System habe, sondern ein 32-Bit-System, kann ich, selbst wenn die CPUs unterstützt, kann ich keine 64-Bit-VMs da laufen lassen. Also, beziehungsweise VMs sowieso nicht, sondern es sind eigentlich, ich nenne es mal ein besseres Change-Root. Es ist etwas schwierig, so frei zu erklären, merke ich gerade. Ich überspringe es einfach mal. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles dazu sagen soll. Das guckt man sich am besten mal an. Also wer da Interesse an OpenVZ hat, ich habe sowas mal aufgesetzt, das war ein ziemlicher Krampf. Das kann ich demjenigen gerne mal so ein bisschen vorführen, aber mir fehlt gerade der Faden bei OpenVZ. Was ist Firehose Europe zum Beispiel? Ja, kann durchaus sein. Also im Prinzip ein bisschen Change-Root. Es ist auf Steroiden quasi. Wobei, eigentlich, ich muss es doch erklären, sonst habe ich bei LXC gleich Probleme. Okay,
Also es wird bei OpenVZ keine komplette VM gestartet. Es ist kein kompletter Rechner, der emuliert wird oder virtualisiert wird, sondern ich habe halt irgendwo auf meinem Filesystem, was ich, keine Ahnung, /VM1 nenne ich es mal, und da habe ich dann meinen Root Directory von der VM drin. Und was LXC ist, was es macht, es zeigt, also es gibt quasi das Filesystem wirklich an die VM weiter. Die VM muss wissen, dass es eine virtuelle Maschine ist. Sprich, ich kann da nicht einfach sagen, in der OpenVZ, in dem OpenVZ-Container nennt man sie übrigens, kann ich nicht einfach sagen, ich hätte jetzt gerne einen X4 auf Platte, sondern es kriegt nur ein Filesystem vorgesetzt. Und je nachdem eben, was als Filesystem auf dem Hostsystem läuft, bestimmt das auch dann grundlegend die Performance von dem Filesystem in der VM. Weil wenn ich jetzt eine Vollvirtualisierung habe, kann ich mich entscheiden auf das Block-Device, was mache ich da für ein Filesystem drauf, X4, X3, X2, das ist völligst egal, was natürlich auch dann Performance-Unterschiede hat. Nur bei OpenVZ bin ich wirklich an das gebunden, was auf dem Host läuft. Noch ein riesiger Drawback bei OpenVZ ist, dass ich immer grundsätzlich ältere Kernel-Versionen habe. Das ist so ein ziemlicher Krampf, also wenn ich jetzt irgendwie mit dem 3.6er-Kernel irgendwas machen will oder brauche ein Feature aus dem 3.6er-Kernel, das wird mit OpenVZ nicht funktionieren, außer die patchen den. Also sprich, bei OpenVZ läuft so, die nehmen irgendeine Kernel-Version, meistens irgendwie an Release-Zyklen von Red Hat angepasst, und patchen dann ihren OpenVZ-Kram einfach in den Kernel rein und compilen das durch. Man kann das von Hand sicherlich machen, aber ob man das wirklich will, ist die andere Frage. Also ich habe ein großes System aufgesetzt mit OpenVZ und ich sage es euch ganz ehrlich, ich mache es nicht nochmal. Das war einfach eine Katastrophe. Was war der Grund, dann das damit aufzusetzen? Es gab damals nichts, also es gab noch Xen damals, was allerdings auch so eher so mittelmäßig, also Performance weiß ich gar nicht, aber die Leute haben gesagt, ja, Xen, nimm lieber OpenVZ. Also es war halt mit eines der beiden großen. Und ich habe auch so das Gefühl, dass OpenVZ in letzter Zeit einfach, ja, die Verbreitung ist weniger geworden, habe ich so das Gefühl. Also gerade weil sich auch bei QEMUK vor allem so viel getan hat. Aber da komme ich gleich dann mal dazu. LXC ist so ein bisschen ähnlich wie OpenVZ, sprich es gibt da bei BSD nennt man es Jails, so ein Container-Konzept. Hat allerdings einen erheblichen Vorteil, es ist im aktuellen Kernel schon mit drin. Und das läuft über diese Namespaces, C-Groups-Geschichte von Linux. Sprich, dort hat man wirklich eine Prozessseparation. C-Groups wird übrigens auch vom Systemd benutzt. Ist also im Prinzip, wenn man mit LXC was machen möchte, sollte man sich halt mal anschauen, wie C-Groups funktionieren, wie Namespaces funktionieren. Und das ist halt so für kleinere Setups eigentlich ganz interessant, weil es auch nicht unbedingt eine Hardware-Virtualisierung braucht. Da war übrigens auch der Gedanke, ob man das auf dem V-Server von Vollmer fürs Raumzeitlabor einsetzt, aber da haben wir dann doch uns dagegen entschieden, weil wir da nur 1 GB RAM haben und das auch ein bisschen aufwendiger wäre. Der NoNameEV benutzt LXC für sein Netzwerk-Setup, das ist auch ziemlich abgefahren. Ich weiß nicht, ob es da einen aufgezeichneten Vortrag zu gibt, aber... Ja, ich glaube, Secure hat da mal was drüber gehalten. Ja, es gibt Folien darüber. Ich glaube, es war sogar bei einem Google-Talk irgendwie, wo er das mal gemacht hat. Also LXC ist durchaus mittlerweile recht stable. Ich habe da mal ein paar Test-VMs im DN42 angeboten. Das lief eigentlich relativ gut. Ist aber im Moment nicht mein Mittel der Wahl. Also wenn ich wirklich die Möglichkeit habe, eine große Virtualisierung zu fahren, dann nehme ich doch lieber QEMU und KVM. LXC ist sehr einfach, Dinge vom Host-System teilen. Also du kannst da sehr einfach irgendwie Netzwerkinterfaces reinlegen, ja, oder so, die direkt an das Host-System gehen und so. Das ist ziemlich cool, deswegen haben wir das dort verwendet. Ja, also QEMU KVM ist so mein Mittel der Wahl, obwohl ich so ein bisschen drüber gerannt habe, dass es kein schönes GUI gibt im Desktop-Bereich. Weil im Desktop-Bereich nehme ich persönlich auch VirtualBox. Wenn ich irgendwie mal schnell ein Betriebssystem parallel starten muss, nehme ich VirtualBox, installiere die ISO, fertig.
Wenn es aber auch um Server-Geschichten geht, dann bin ich mittlerweile voll auf QEMU KVM und ja, das tun auch mittlerweile recht viele, weil es einfach verdammt gut läuft. Ist eine volle Virtualisierung, KVM ist im Kernel dabei, ich muss im Prinzip nur das QEMU-Binary installieren, was in den meisten Distros dabei ist. Das Problem ist halt auch hier, wie bei der Desktop-Virtualisierung, die Bedienung ist so ein bisschen krebsig. Weil ich halt... Es gibt GUIs und da komme ich gleich dazu. Aber so, wenn ich irgendwie jetzt KVM nutzen will und die meisten Tutorials sagen einfach, okay, installiere die Packages für QEMU, nimm irgendwie so einen Rattenschwanz an QEMU Commands und dann start deine VM. Das will man aber auf dem Server eigentlich nicht. Und deswegen gibt es die libvirt. Und jetzt kommen wir zu ganz abgefahrenen Sachen. Und zwar libvirt ist eine Virtualization API, die alles kann. Und zwar, ich habe hier so eine Liste von Dingen, die es verwalten kann. Und es sind eigentlich alle großen. Und ich weiß nicht, also wo die genau... warum die entwickelt wurde. Ich weiß, dass Red Hat da ein großer Vorreiter war. Und die abstrahieren im Prinzip das, was die virtuelle Maschine, also euer Hypervisor kann, sei es jetzt VirtualBox, sei es LXC, sei es OpenVZ, zu einer gemeinsamen API. Hat den riesen Vorteil, ich kann A, so Geschichten machen wie, wenn ich Hoster bin, ich kann einfach dem Kunden ein Clicky-Bunty-Frontend in PHP schreiben, womit er sich seine virtuelle Maschine anlegen kann. Es gibt eine Konsolenvariante davon, das nutzen wir hier sehr häufig, um auf Mate einfach von zu Hause aus die VMs zu administrieren. Es gibt ein GUI dafür, den Virt Manager, wo ich das Ganze nochmal in Grafik und hübsch machen kann. Darüber kann ich dann auch zum Beispiel mir den Bildschirminhalt von der VM rüberziehen. Ja. Also Bildschirminhalt ist übrigens auch noch so ein Thema. Die meisten VMs, die ihr im Desktop-Bereich habt, da wollt ihr auch irgendwas auf dem Bildschirm sehen. Also sprich, da wird eine VGA-Karte emuliert. Bei den meisten VMs, die hier laufen, ist es eben nicht der Fall. Da gibt es überhaupt kein emuliertes VGA-Device, sondern es gibt einfach eine serielle Schnittstelle. Und ja, das war es eigentlich jetzt zu dem Punkt. Das werde ich euch noch mal später in der kleinen Demo zeigen, wie das aussieht, wie man das benutzt. Und ja, so Fragen bisher. Seid ihr alle gut mitgekommen? Gut, weil jetzt kommen wir zu abgefahrenem Scheiß. Und zwar, wenn ich auf so einer VM irgendwie... also auf so einem Server, also ich habe privat betreibe ich einen Server bei Hetzner mit 32 GB RAM. Das klingt jetzt erstmal viel, aber wenn ich jetzt mal überlege, dass ich, ja, wenn ich jetzt großzügig bin und jeder VM 2 GB RAM gebe, dann bin ich mit 16 VMs ist die Kiste voll. Und das ist nicht wie bei einem normalen Prozess, wo er halt eben irgendwie Speicher freigeben kann oder lockieren kann, sondern wenn ich eine VM irgendwie 2 GB RAM zuordne, dann hat die 2 GB RAM. Da ändert sich erstmal nichts dran, bis ich vor allem runterfahre und den Speicher reduziere. Und deshalb gibt es ein nettes Feature in Linux, und zwar nennt sich das Kernel Same Page Merging. Das Ding macht im Prinzip, also ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen Speicherkenntnisse habt, aber Speicher wird eigentlich normalerweise über Pages allokiert, beziehungsweise angesprochen. Wie es genau funktioniert, weiß ich selber nicht. Ich bin nicht der Kernel-Programmierer und auch kein C-Programmierer. Fakt ist aber, es gibt, also eine Page ist im Prinzip ein Speicherbereich und normalerweise sind es, glaube ich, 4096 Bytes, die eine Page groß ist. Und was Kernel Same Page Merging macht, ist, er guckt, ob der Inhalt von Speicherseiten gleich ist und schrumpft die quasi. Das heißt, wenn ich in einer Speicherseite nur Nullen habe, und das in 20 Speicherseiten, dann reicht es ja, wenn ich mir merke, dass eine Speicherseite ist mit Nullen. Und genau das tut es. Und ich habe das mal auf Mate letztens aktiviert. Da haben wir 4 GB RAM drin. Es laufen viele VMs. Und zack, waren 600 MB Speicher frei. Das ist schon ziemlich ordentlich. Warum das so ist, kann ich euch ganz einfach erklären. Und zwar nehmen wir an, ihr habt eine Bash auf zwei virtuellen Maschinen laufen und in derselben Version. Dann ist das Binary von den beiden Bash-Instanzen ja gleich.
wird auch an irgendwo an in einem Speicher an eine Page einfach in den Speicher geschrieben. Gut ist. Und genau das scannt eben Kernel Same Page Merging auf Kosten von ein bisschen Performance. Ja, und kombiniert die dann. Oder halt eben, wie gesagt, der freie Speicher, der auf den Virtual Maschinen da verfügbar ist, setzt natürlich voraus, dass er genullt ist, was normalerweise bei Virtual Maschinen der Fall ist. Kann man die wunderbar mergen. Problematisch wird es natürlich, wenn dann alle VMs gleichzeitig anfangen, Speicher zu allokieren, dann geht das Host-System irgendwann in den Swap. Das will man eigentlich vermeiden. Aber dafür sollte man normalerweise so Mechanismen wie ein Monitoring einsetzen. Nächste abgefahrene Scheiß, und zwar Memory Ballooning. Das muss tatsächlich in den VMs gemacht werden, also in Verbindung mit den VMs. Mal gucken, ob ich das zusammenkriege. Also, vielleicht soll ich noch sagen, und zwar Memory Hot Plugging ist ein bisschen schwierig bei virtuellen Maschinen, weil da, also man muss dem irgendein Interface zur Verfügung stellen, wo man der virtuellen Maschine sagt, speiz mal Speicher ein, und das hat irgendwie noch nie so richtig funktioniert, und deswegen haben die Leute, die eben so, wie nennt man das? Ja, man installiert normalerweise auf VM irgendwelche Treiber, die halt bestimmte VM-Dinge tun, zum Beispiel einen schnelleren Display-Treiber oder halt irgendwie den nativen, ach Gott, wie heißt das? Diese Virt.io-Geschichte da. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Okay, also normalerweise in der VM hast du halt irgendwie, wenn du ein Block-Device hast, dann wird es normalerweise über SATA emuliert. Das heißt, deine virtuelle Maschine sieht einfach ein SATA-Device. Das kostet aber Rechenzeit. Und deswegen gibt es so native APIs, wie zum Beispiel Virt.io Block, die halt im Prinzip dem Host-System anzeigen, okay, das ist jetzt eine virtuelle Platte. Und ist halt Performance steigert, weil ich halt keinen SATA-Interface emulieren muss. Und bei diesem, wie heißt das, Toolkit-Treiber, ich keine Ahnung, gibt es halt normalerweise auch so einen Memory-Ballooning-Treiber. Und der funktioniert so, dass das Host-System, also wenn das Host-System oder andere VMs mehr RAM brauchen, dann sagt das Host-System der VM, blast dich mal auf, brauch mehr Speicher. Weil dann passiert nämlich in dem Gastsystem Folgendes. Im Gastsystem passiert dann nämlich Folgendes. Dieser Prozess, dieser Ballooning-Treiber braucht mehr Speicher und die Apps werden rausgeswappt vom Betriebssystem. Das heißt, effektiv braucht das Betriebssystem in der VM weniger Speicher, weil der Ballooning-Treiber gestiegen ist. Und genau diesen Speicherplatz, den der Ballooning-Treiber in der VM braucht, wird dann von dem Host-System für andere VMs verwendet. Du runzelst gerade mit den Augen. Okay, wenn dich das interessiert, ich kann es später nochmal aufmalen. Also im Prinzip ist es so, du hast, keine Ahnung, nimm mal an, du hast deine VM 4 GB RAM gegeben. So, du hast jetzt Programme darin, die genau 4 GB RAM brauchen. Jetzt sagt das Host-System, aber ich brauche Speicher von der VM. Dann macht nämlich der Hypervisor Folgendes, er sagt, diesen Ballooning-Treiber in der VM blast sich auf. Das heißt, er drückt quasi diese 4 GB Speicher, die du verbraucht hast, kleiner, sprich das Host-System fängt an, Prozesse zu killen und die rauszuswappen. Oder beziehungsweise erst rauswappen, dann zu killen. Und alles das, was dieser Ballooning-Treiber in der VM braucht, kann der Host sich abzweigen. Besser oder? Erzwungene Diät, ja. Das klingt eigentlich komisch, dass ein Prozess in der VM mehr Speicher braucht, aber genau das ist der Speicherplatz, den er mehr braucht, den das Host-System dann verwenden kann. Weil die kommunizieren ja miteinander. Ist halt wesentlich einfacher zu implementieren, auch wenn es jetzt ein bisschen kompliziert anhört, als irgendwie Memory Hot Blocking, weil ich dann, warum es so ist, da gibt es irgendwie seitenlange Forums-Posts von den Jungs, die KVM geschrieben haben, warum das so ist. In KVM geht es auch ganz einfach, es gibt da zwei Konfigurationsparameter, es gab einfach mal Max Memory, das ist das, was ich in der VM komplett sehe.
und Current Memory, was ich zur Verfügung habe. Sprich, wenn ich Max Memory auf 4 Gig stelle und Current Memory auf 2 Gig, bläst sich der Ballooning-Treiber schon mal per se auf 2 Gig auf. Und wenn ich dann zur Laufzeit eben irgendwie sage, okay, die VM kriegt jetzt mehr Speicher, kann ich einfach Current Memory erhöhen, der Ballooning-Treiber schrumpft und ich habe mehr Speicherplatz zur Verfügung. Ja, CPU-Hot-Plugging und Memory-Hot-Plugging. Also Memory-Hot-Plugging wird, soweit ich es gesehen habe, von keiner Virtualisierungslösung unterstützt. Das heißt, wenn ich irgendwie mehr Speicher brauche ohne dieses Ballooning, muss ich hier vor allem runterfahren, Parameter ändern, vor allem hochfahren und läuft. CPU-Hot-Plugging ist lustigerweise viel einfacher und aber leider nur unter Linux. Also Windows kann es gar nicht. Linux kann es nur hinzufügen, aber nicht entfernen, was in den meisten Fällen eigentlich reicht. Also geht auch nicht nur auf physikalische CPUs, sondern wirklich auf Kerne. Das heißt, ich kann einfach sagen, diese VM braucht jetzt nicht nur einen Kern, der braucht zwei Kerne und das läuft. Ich habe es noch nicht ausprobiert, was dann passiert. Du meinst jetzt aber Linux im Host? Neben Gast. Also Windows-Gäste können tatsächlich kein CPU-Hotplugging, so wie ich es verstanden habe. Vielleicht mit irgendwelchen Extensions von VMware, wenn man dafür Geld ausgeben will, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie mit einer offenen Lösung funktioniert. Habe ich nicht gesehen. Also ich habe da ein bisschen recherchiert, ich habe selber keinen Windows-Server laufen. Aber die sagen wohl, geht nicht. Wobei das auch eher so ein Fall ist, was eigentlich eher selten vorkommt. Also eher rennt dir der Speicher weg, als dass du sagst, oh, jetzt brauche ich plötzlich irgendwie viel mehr CPUs auf der Kiste. Gut, vielleicht in Enterprise-Geschichten, ich weiß es nicht. Ja. Wie es bei FreeBSD aussieht, auch keine Ahnung, aber im Prinzip läuft das. Also es soll, habe ich auch, also ich habe es zumindest bei einer Linux-VM schon mal gemacht, eine CPU hinzugefügt, die war auch dann sichtbar. Was ist jetzt genau, also ob es ein zusätzlicher Kern in der virtuellen Maschine war oder nicht, weiß ich nicht mehr. Sonstiges Hotplugging. Jetzt wird es nämlich spannend, weil PCI und PCI Express sind per Spec Hotplug-fähig. Und zwar nicht nur logisch, sondern auch physikalisch. Das heißt, ich kann irgendeinen normalen Desktop-Rechner nehmen, im laufenden Betrieb, die Grafikkarte rausstöpseln, die neue Grafikkarte rein und wenn er dann die Treiber installiert, läuft es. Ja, also da hat man auch in virtuellen Maschinen überhaupt kein Problem. SATA, USB und FireWire sind sowieso hotplugfähig. Insofern auch kein Problem. Noch ein bisschen was zu Plattenformaten. Und zwar, gerade wenn man Server-Virtualisierung betreibt, will man eigentlich schon ziemlich hohe Performance. Und zwar, es gibt eigentlich zwei Verfahren. Es gibt einerseits so ein Growing-Image, was halt am Anfang relativ wenig Speicherplatz benötigt und wenn ich halt das, den Plattenplatz in der VM ausnutze, wird halt auch mein Image größer. Und es gibt halt diese RAW-Geschichte, wo ich halt im Prinzip das Image komplett vorallokiere, wenn ich halt sage, das Betriebssystem, das die VM kriegt, halt maximal 40 Gig, dann allokiert direkt 40 Gig auf einen Schlag. Bei Desktop-Virtualisierung nutze ich eigentlich immer so diese Growing-Formate, was VirtualBox auch kann, aber im Server gibt es eigentlich in vielen Tutorials QCOW2, das ist Copy on Write. Der macht im Prinzip auch erstmal ein kleines Image und allokiert dann den Speicher danach. Und es gibt die RAW-Geschichte, wo halt direkt kompletter Speicherplatz allokiert wird. Und es gibt unheimlich große Performance-Unterschiede bei den beiden. Also wenn man wirklich so Server-Geschichten betreibt, sollte man wirklich darauf achten, dass man RAW nimmt. Das hatte ich auf der Kiste, wo ich mit Doxy betreibe mal. Wir haben am Anfang mit QCOW2 angefangen, weil es ja irgendwie als Default drin stand. Und die VMs haben 2 bis 3 MB die Sekunde Schreibleistung gehabt. Und ich so, was ist denn da los? Bis ich dann mal dahinter gekommen bin, dass es wirklich dieses QCOW-Format ist. Weil je mehr ich schreibe, desto fragmentierter wird das File, desto mehr muss die Platte, die physikalische Platte sieken. Und das kostet einen Haufen Performance. Und das kriegt man auch so einfach nicht wegoptimiert dann. Also die Lösung in dem Fall war wirklich neues System aufsetzen und alles von dem QCOW2-Image in RAW-Image umkopieren.
noch so ein Vorteil ist bei RAW, ich kann direkt, wenn irgendwie meine VM nicht mehr hochfährt, kann ich die einfach über Part X mounten, über ein Loopback-Device. Kann die Partitionen mounten. Das haben wir übrigens bei deiner VM mal gemacht, hier Punkt, weil die nicht mehr hochgefahren ist. Und kann einfach Dinge fixen und dann die VM wieder hochfahren. Das heißt, ich muss nicht unbedingt in der VM ein Recovery-System starten, sondern ich kann das direkt auf meinem Hypervisor als Notfall und schnell in mounten. Ja, wird I.O. für KVM, das hätte ich eigentlich vorhin erzählen sollen, dann wäre es einfacher gewesen. Und zwar, normalerweise wird eben ein SATA-Device emuliert oder ein IDE-Device oder ein SCSI-Device, worüber dann quasi die VM mit dem Host-System kommuniziert und auf Platten schreibt. Und wird I.O. ist im Prinzip ein Treiber, womit das Gastsystem weiß, okay, ich bin eine virtuelle Maschine und schreibe direkt auf ein spezielles Interface, was dann in dieses Block-Device quasi schreibt. Ist halt ein Performance-Unterschied von, keine Ahnung, 10-20%, je nach System. Erfordert halt A, das entsprechende Kernel-Modul in der VM und nun, ich glaube, bei den Netzwerktreibern entsprechendes Host-Modul. Also das sollte man auf jeden Fall beachten. Und noch so ein paar Tipps, was man in VMs so alles einstellen sollte, weil meistens läuft es ohne Probleme, es läuft halt nur nicht mit optimaler Performance. Und zwar das Erste, was ich eigentlich grundsätzlich heutzutage immer mache, ist ein LVM2 drauf. Weil wenn ich irgendwo eine VM habe, die keinen Plattenplatz mehr hat, gar kein Problem, ein zweites Image machen, an die VM andocken, das Ganze resizen und das LVM resizen und dann einfach die zwei Systeme nochmal nachresizen. Geht alles online, habe ich vorhin auch in meiner Testinstallation hier auf dem Notebook gemacht. Das geht halt ohne Problem. IO-Scheduler will man auf jeden Fall ausschalten, weil ja im Prinzip das Host-System den Plattenzugriff steuert. Und euer Gastsystem weiß nichts davon oder im Normalfall nichts davon, dass es eine virtuelle Platte hat. Da einfach Elevator ist gleich Noob an den Kernel, an die Kernel-Command-Line dran packen und es wird kein Platten-Caching mehr gemacht. Bringt halt auch nochmal ein paar Prozent, was man da an Performance kriegt. Und was man auch noch machen kann, den sogenannten Tickless-Kernel. Und zwar früher war es so, dass euer Kernel, unser Linux-Kernel, in einem bestimmten Intervall immer aufgewacht ist und guckt, muss ich irgendwas tun. Ich glaube, es waren 100 Hertz oder so und dann haben sie irgendwann den Low-Latency-Desktop gebaut mit irgendwie 1000 Hertz Intervallen und No-Hertz macht im Prinzip, also ist nicht virtualisierungsspezifisch, geht auf Laptops und der Kernel wacht im Prinzip nur dann auf, wenn er wirklich gebraucht wird, über Interrupts. Und das spart halt auch nochmal ein bisschen Performance, weil er halt nicht alle, keine Ahnung, 100 Millisekunden in die VM gehen muss, also der Hypervisor in die VM gucken muss ich was tun. So, wenn die VM idle ist, dann ist sie einfach idle, bis sie was zu tun bekommt. Das ist halt auch so eine Geschichte, die man anhaben möchte. Also ich zeige euch gleich nochmal, was ich alles an VMs laufen habe, wie so ein Setup aussehen könnte, aber als Vorinformation, also diese 15 VMs, die ich laufen habe, sind zwar nicht alle von mir, aber ein großer Teil davon. Und da gibt es halt dann so Challenges wie Monitoring, über Zabbix habe ich hier im Raumzeitlabor laufen und privat, oder halt auch die Kisten zu administrieren, weil wenn man irgendwie mal ein Debian-Update auf 20 Maschinen machen muss, dann macht man das nicht mehr von Hand. Da gibt es dann irgendwie noch demnächst Vorträge von mir drüber. Ja, Speicherverwaltung ist da ein bisschen aufwendiger, weil Maschinen, die im Swap liegen, performen halt einfach mal gar nicht. Das heißt, da ist halt auch wirklich Monitoring ganz wichtig, weil wenn der anfängt zu swappen, will man das mitkriegen und fixen. Und wenn eure physikalische Hardware kaputt ist, dann habt ihr ein riesiges Problem. Also ich denke mal, das Problem ist auch größer, wenn ihr viele VMs habt und die einfach alle backuppen müsst, als wenn ihr nur eine Kiste habt, die ihr backuppen müsst. Und da muss man sich auch ein bisschen einfach
ja, Gedanken über Konzepte machen, wie man das löst. So, besteht denn noch Interesse an, dass ich euch einfach mal so eine Demo zeige, wie so zum Beispiel der Word Manager aussieht? Okay, dann zeige ich euch das mal. Also ich habe hier tatsächlich einfach mal vorhin eben eine Linux-VM installiert auf meinem Notebook. Ist das groß genug? Ah, sieht man gut. Also das ist jetzt tatsächlich remote. Also sprich, ich erkläre es anders. Also das, die VM läuft auf meinem Rechner lokal, wie ihr hier seht. Der Virtual Machine Manager connect über SSH auf den Server, den ich bei Hetzner betreibe, und ich kriege hier halt tatsächlich die ganzen VMs. Und ich kann sogar ohne Probleme mir den Screen dazu holen. Ne? So, das ist jetzt im Prinzip noch eine der wenigen Maschinen, die mit... wobei, ist das schon Serial? Ich glaube, das ist schon Serial. Also dieser Virtual Machine Manager connectet sich halt per SSH, setzt die ganzen Tunnel auf und redirectet einfach das Display auf meine lokale Maschine, die jetzt lustigerweise in der VM läuft, weil ich, weil der Virtual Machine Manager nicht in der Windows läuft. Ich kann hier halt einfach hingehen und wo ist dieser Button hier? Man könnte jetzt halt hier noch Hardware dazu stecken. Das ist im Prinzip eine Abstraktion von diesem XML-Format, was libvirt nutzt. Ich kann das Ganze auch über eine Shell machen. Da gibt es dann dieses WSH-Tool, womit ich halt dann zum Beispiel List machen kann. Und habe im Prinzip genau dieselbe Liste wie im GUI. Kann darüber auch zum Beispiel, wenn ich sage, keine Ahnung, die Kiste soll jetzt hier mehr Speicher bekommen, habe ich hier mein XML, wo ich eben die ganzen Parameter einstellen kann, kann sie abspeichern und sie werden übernommen. Da gibt es hier übrigens auch eine lustige Hilfe, die ist so ein paar Seiten lang. Ja, also das ist übrigens libvirt, falls es da eine Verwirrung gibt. Wo ich dann eben... Also libvirt läuft tatsächlich auf jedem Hypervisor. Ich kann damit das, was in der Liste stand, eben... Außer Windows. Ach Quatsch. Nee, die libvirt läuft auch unter Windows. Nur der Virtual Machine Manager läuft leider nicht unter Windows. Also ich kann damit tatsächlich auch Microsoft Hyper-V, oder wie das Ding heißt, verwalten. Ist halt super angenehm, wenn ich halt ein Enterprise bin und möchte halt irgendwie alles irgendwie zentral steuern, dann bietet sich das schon an. So ein bisschen zur Performance. Ich habe hier, wo war es denn? Das Fenster hinzugemacht. Also ich schreibe jetzt hier 8 Gig auf Platte. Und zwar halt vom Serialize auf die virtuelle Platte. Und vorhin hatte ich so eine Performance um die 60 bis 70 MB. Und die Notebook-Platte, ich weiß nicht, wie viel die schafft, aber sie schafft bestimmt nicht mehr als 100. Wo man halt merkt, die Virtualisierung ist eigentlich gar nicht mal so langsam. Und auf Servern ist es im Prinzip genau dasselbe. Ist schon speedy. Ich meine auch so, wenn ich hier Fenster verschiebe und so, das fühlt sich eigentlich relativ flüssig an. Irgendwas wollte ich euch noch zeigen, habe ich was vergessen. Wollt ihr noch irgendwas sehen? Habt ihr noch irgendwelche Fragen zur Virtualisierung? Achso, ja genau, was ich so an Kisten betreibe. Also vielleicht um euch mal so ein bisschen eine Info zu geben. Also ich bin ja auch Entwickler von Pathkeeper und habe halt quasi... hier eine Bildmaschine für die Continuous Integration. Ich habe hier eine private Kiste, ich habe hier einen LDAP laufen, ich habe einen Mail-Server laufen, der mit LDAP kommuniziert, ich habe das Monitoring separat, ich habe einen MySQL-Server. Ich hoste tatsächlich für Entropia eine Pathkeeper-Instanz. Es gibt ein D42 Routing-VM, die irgendwie auch
Also die hat, glaube ich, 128 MB RAM. Ja. Also so kleine Maschinen kann man auch fahren, wenn man will. Wahrscheinlich bräuchte sie nur 32 MB oder so. Ja, ich habe 2 Webserver, einmal für Partkeeper und einmal für meinen privaten Auftritt. Das ist so die Aufteilung, die ich im Moment fahre. Man kann sich natürlich auch jetzt hinstellen und sagen, okay, ich ziehe das noch mehr auseinander, wenn man das möchte. Kommt darauf an, wie es Sinn macht. Und ich finde es halt, also man hätte das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, auch auf einer Kiste laufen lassen können. Das hatte ich früher mal. Das Riesenproblem ist aber einfach, wenn ich mir die Kiste zerschieße, das System irgendwie kaputt spiele, dann habe ich einfach komplett alle Dienste nicht mehr. Und das wollte ich einfach nicht. Also gerade Mails ist so ein wichtiger Punkt bei mir. Da läuft nicht nur ich drauf, da laufen viele andere Leute noch drauf. Und wenn der Mail-Server weg ist, weil ich das System zerschossen habe, selbst für eine Stunde ist es eine ganz große Katastrophe. Und bei dem Setup kann ich halt einfach sagen, das Risiko ist minimiert. Wenn ich mir jetzt einen Webserver wegschieße aus irgendwelchen Gründen oder da irgendwie aus Versehen das Kernel-Image lösche und beim nächsten Reboot das feststelle, ist es nicht ganz so dramatisch, weil der Mail-Server läuft immer noch. Gut. Noch irgendwelche Fragen? Zum Kosten von dem, du hast vorhin gesagt, du betreibst bei Hetzner diesen 32 ja. Server, was kostet der? 59 Euro im Monat. Also man kriegt halt echt viel Hardware mittlerweile. Also ich habe, ich glaube, also die haben Gesamtanbindung irgendwie um die 160 Gigabit. Und der Server selber ist mit 1 Gigabit angebunden. Also normalerweise mit 100 Mbit, aber die haben bei mir einen Konfigurationsfuhr gemacht und haben wohl vergessen, das Interface auf Gigabit auf 100 Mbit zu limitieren. Deswegen habe ich Gigabit-Anbindung. Und Traffic ist eigentlich bei Hetzner schon seit Ewigkeiten free. Das Einzige, was die machen, ist, wenn du irgendwie, ich glaube, mittlerweile 20 Terabyte im Monat verbrauchst, drosseln die dich halt runter auf 10 Mbit. Aber das ist, schafft es erstmal mit normalen Webbetrieb. Außer man lässt da irgendwie Torrents laufen oder sonst irgendeinen Scheiß. Also ich kam nie annähernd an die Grenze dran. Und das bietet sich halt auch für Virtualisierungsgeschichten, weil also da sind jetzt irgendwie um die 20 VMs, nicht alle sind an, aber da laufen halt ein paar andere Leute drauf. Das ist dann auch völligst egal. Also die Kiste, also selbst der Hypervisor, es laufen echt viele VMs da drauf. Und auch wenn auf Hardkeeper oft der richtig Traffic ist, dann läuft ein WordPress drauf und das ist nicht gerade performant. Der Host langweilt sich. Und das ist halt eine 8-Kern, also eine 4-Kern-CPU mit 4 virtuellen Kern. So eine Intel-Geschichte. Gar kein Problem. Also performance-technisch 1A. Hast du irgendwelche Skripte, die du sagst, Monitoring ist wichtig? Ja, also nicht automatisch, dass wenn du merkst, eine Kiste geht ins Rohr. Doch. Ja, das ist genau diese Zappix-Geschichte. Ja, aber da bräuchte man eigentlich einen eigenen Vortrag drüber. Ich kann es euch mal kurz zeigen, wie sowas aussieht. Das ist kein Problem. Ich kann auch euch das. Ah, ich habe kein V6 gerade. Nimm mal den da. Ja, da muss ich noch mit Puppet ein bisschen spielen. Die Zertifikate verteilen. Also auf jeder VM läuft ein sogenannter Zappix Agent, der im Prinzip die ganzen Daten sammelt. Den Fehler könnt ihr ignorieren, das ist irgendein Konfigurationsfu, den muss ich mal fixen. Ich kann halt im Zappix die ganzen Hosts durchkonfigurieren, das sind hier die ganzen Hosts, die ich monitore, kann hier verschiedene Items anlegen, zum Beispiel Buffer Memory, Filesystem, also Checksum, irgendwo ist auch hier Free Space. Hier, das ist hier, wo er halt die iNodes und den Free Space monitort. Und sobald er halt irgendwie über Limits drüber geht, kriege ich halt eine Mail. Oder optional auch eine SMS, ja? Es kommt drauf an, also es gibt halt so die Nagios-Fraktionen. Was ich persönlich nicht so mag, weil ich weigere mich einfach, wenn ich Monitoring machen will, in irgendwelchen Config-Files rumeditieren zu müssen und dann irgendwelche Daemons neu starten muss. Und Zappix ist halt irgendwie so, man haut den Agent drauf, man konfiguriert es im Webinterface durch und fertig. Und meistens funktioniert es sogar.
Und gibt es für Zappix genauso viele Agents wie für Nagios? Es gibt genau einen Agent, der alles tut. Man kann aber eigene Skripte reinbauen. Also gerade bei MySQL-Monitoring ist fast ausschließlich über Skripte gelöst. Da muss ich mal gerade gucken. Also hier sämtliche MySQL-Parameter werden gemonitort. Man kann die auch, also wo ich wirklich... Das verstehe ich nicht. Du kannst ja nicht denselben Agent nutzen, um MySQL und irgendwelche Parameter zu... Doch, du hast einen Zappix-Agent, so heißt das Ganze. Es hat nichts mit SNMP zu tun, ganz wichtig. Ja, okay. Das ist quasi ein Binary, was einfach nur mit dem Server das kommuniziert. Binary ist so schlau programmiert, dass es alles möglich kann. Nee, die MySQL-Geschichten werden tatsächlich über Skripte abgebildet. Also ich sage ihm einfach, wenn dieser Wert hier, dieser Key abgefragt wird, dann startet dieses Skript. Und da kommt ein Return-Value also über den... Dieser Agent wird erweitert durch applikationsspezifische Skripte. Ja, das können Shell-Skripte sein. Es wird einfach ein Exec auf das File gemacht und der Rückgabewert genommen. Und das wird 1:1 einfach in Zappix rübergeschoben. Wo ich halt wirklich eine Stärke von Zappix sehe, ist, dass es halt wirklich geniale Charts kann. Und zwar, ich kann halt verschiedene Werte übereinander legen, um halt so Geschichten, was ich habe einen Serverausfall und wissen, warum das passiert ist. Dann nehme ich mir halt erstmal die Metriken, zum Beispiel Lüftergeschwindigkeit, CPU-Temperatur, keine Ahnung, CPU-Load zum Beispiel. Und schmeißt den einen Graph. Ja, und dann kann ich halt schon mal optisch sehen, bis zum Serverausfall, was denn da eigentlich passiert. Ist die CPU-Last gestiegen oder ist die Temperatur gestiegen oder was auch immer. Kannst du auch von verschiedensten Agenten von verschiedensten Rechnern miteinander? Ja, man kann also einfach Charts bauen und einfach die Datenquellen kombinieren. Und das Schöne ist halt, man hat hier diese... Das heißt, in einer komplexen IT-Landschaft kannst du dann Netzwerk-Performance und CPU-Last und alles übereinander schmeißen und siehst dann, wo der Grundwert kam. Genau. Gut. Also man kann hier tatsächlich auch reinzoomen. Gut, man sieht halt nichts, weil da nichts passiert ist, ja? Ja, ich habe es ja schon angekündigt. Also das ist auch sowas, was auch einige interessiert. Ich habe da leider keine fancy Charts drin, weil ich bisher einfach noch keine gemacht habe. Aber das kann man ja im Zappix-Vortrag mal behandeln. Es gibt auch irgendwie so lustige System-Overviews, wo man halt wirklich so einmal komplett die Serverlandschaft hier oben hat und die ganzen Triggers unten. Da ist irgendwas rot gerade. Also da geht schon einiges. Und es ist halt durch diese Web-Oberfläche wesentlich einfacher zu bedienen als so ein Nagios, wo man wirklich alles durchkonfigurieren muss. Und ich habe immer das Problem, wenn ich eben mal schnell einen Chart brauche, dann will ich nicht erst mich in die Syntax einlesen müssen, sondern ich möchte halt einfach das Chart zusammenklicken kann. Das kann ich einfach mit Zappix tun. Ja, man kann auch irgendwelche lustigen Maps hier konfigurieren. Ich weiß nicht, ob da welche drin sind. Nee, nicht wirklich. Um halt seine verschiedenen, ich sag mal, man könnte da zum Beispiel hyperweise, also die Hostmaschinen einfach untereinander abbilden mit den Connections zu den Switches und die Switches nochmal SNMP monitoren, wenn man das möchte. Diese Relationen, die muss man die manuell pflegen? Die muss man manuell pflegen, ja. Also so Automatismen gibt es dann irgendwie bei CL Spectrum für ein paar Millionen Euro. Aber die können das richtig gut. Das erwarte ich auch nicht von der Open Source Software. Ja, das ist halt das Tool der Wahl, was ich halt nehme. Und das ist halt auch so, was auf der Nock-Mail-Liste an 99% oder ich sag mal fast 100% an Mails reinlaufen, sind einfach Zappix-Meldungen. Also was wir zum Beispiel hier monitoren, ist einfach, wenn der Uplink weg ist, kriegen wir eine Mail. Was jetzt ein bisschen unsinnig klingt, weil wenn der Uplink weg ist, kriege ich eh keine Mail, aber meistens ist der V4-Uplink weg. Also der Schwedentunnel, und ich kann trotzdem über einen normalen Telekom-Anschluss trotzdem was rauschecken. Das geht zum Beispiel. Und halt so die Geschichten wie Plattenplatz, ist die Kiste im Swap, wie sieht es mit der CPU-Load aus? Und da kann man halt einfach konfigurieren, wie die Trigger auszusehen haben, also sprich, wie viel Prozent meckert darum. Mal irgendwas angucken.
Ansonsten wäre ich eigentlich jetzt soweit durch. Im Fallsystem.